Weißt du das von mir selbst? Gerade wollte ich sagen, das schmeckt lecker, aber das ist total scharf. Alter! Harry auf der Suche nach dem perfekten Thai-Curry. Er vergleicht heute sein Thermomix-Gericht mit dem Profi-Curry aus dem Imbiss. Dort isst er zuerst. Wir haben uns entschieden für grünes Thai-Curry. Ich hoffe mal, das ist nicht so scharf. Das liegt mir ja nicht so. Curry finde ich auf einer Currywurst gut, aber jetzt ob das auf dem Teller. Aber ich muss es rauskriegen, kann dieser Roboter, dieser Kochroboter, irgendwas vernünftig machen. Erstmal haue ich mir das Original rein und dann sehen wir weiter. Läuft. Also erstmal sieht es super aus. Ich finde es total ansprechend. Gerade wollte ich sagen, das schmeckt lecker. Aber das ist total scharf. Alter. Es ist aber fantastisch. Ich glaube, Indisch wird auch in Zukunft schwierig werden für mich. Es sei denn, die haben Sachen, die nicht so scharf sind. Ich finde, mir das super geschmeckt, sage ich einfach mal so. Aber es ist scharf, glaube ich. Wenn ihr das einmal probieren würdet und mir sagen würdet, wie das schmeckt. Das ist nicht scharf. Das ist nicht scharf? Das ist echt nicht scharf. Nee, ist wirklich nicht scharf. Das ist nicht euer Ernst. Wirklich? Wirklich. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Ich bin raus. Ich danke euch für ein gemeinsames Essen. Hat Spaß gemacht. So, jetzt gibt es Thai Curry. Dieser Roboter, der soll mir jetzt zeigen, dass es auch möglich ist, mir das zu Hause zu machen. Das heißt, ich muss gar nicht ins Restaurant gehen. Ich kann hier mit meinem neuen Freund ein bisschen mich unterhalten. Der hat mir schon die Rezepte rausgemacht. Aufs Handy hat er mir das geschickt. Alles eingekauft. Verrückt, oder? Ich werde noch eine Hausfrau. Ich werde wahnsinnig. Und jetzt muss ich einfach wieder nur tun, was er sagt. Dafür muss ich lesen. Als erstes soll ich den Gareinsatz auf den Mixdeckel stellen. Das kann ich. Das ist Harrys zweiter Versuch am Thermomix. Er macht einfach, was der Apparat ihm sagt. Aber es kommt ihm viel vor. Also was jetzt ein Vorteil ist, er macht alles anscheinend. Und es ist so, dass ich muss immer ein paar Leute einladen, weil er macht mir immer Gerichte für 4 Personen. Wenn ich jetzt aber alleine essen will, muss ich das selber umrechnen. Da kann ich noch so viel ihm erzählen, da wird er nicht reagieren. Also rufe ich Freunde an oder ich friere es mir ein. Auch eine gute Idee, ne? Und 12 Minuten auf Stufe 1. Jetzt kann ich mir aber ein Päuschen gönnen. Die Zutaten müssen geschnitten werden. Der Thermomix hat genaue Vorstellungen. 3x3 cm, ne? Nicht nur Männer haben Probleme mit der Größe. Oh, der ist aber groß. Nee, ist er nicht. Egal, der macht das schon. Ich mache hier bis ich 500 Gramm. Natürlich sind das 3x3 cm. Ich muss jetzt aber 10 Minuten warten. Was meinst du, was ich gleich für eine gute Laune habe, wenn ich zurückkomme? Hier steht Soße scharf abschmecken. Das heißt, ich muss mich unheimlich scharf jetzt. Das konnte ich noch nicht mal, als ich 14 war. Also das mit den Auberginen hat nicht geklappt, oder? Gehört das so? Na, das Fleisch schmeckt super. Es ist nur sehr scharf. Aber da habe ich mich verschluckt. Alter, schmeckt fantastisch. Alter Schwede, ich mache hier die erste Thai-Curry-Geschichte meines Lebens. Und das ist perfekt. So, und jetzt bin ich nämlich noch mal in dem Laden, wo ich vorhin Thai Curry gegessen habe. Und jetzt zeige ich dir mal, wie gut ich kochen kann. Verstehst du? Ja, ne? Schmeckt gut. Mein Fazit ist einfach, dass so ein Kochroboter ist natürlich kein Koch. Keine Frage. Aber wenn das jetzt so ein Typ ist wie ich, ne? Der nicht so gerne kocht und auch nicht so viel Ahnung hat, dann macht er das schon fantastisch. Und der Beweis ist einfach, dass alle, die es probiert haben, eigentlich sehr begeistert waren. Komplizierte Sachen finde ich super. Einfache Sachen können wir auch selber in Zukunft machen. Das wäre mein Fazit. Ich glaube, ich muss mir jetzt noch einen Löffel besorgen.